Nachdem wir unsere Norwegen-Rundreise in Stavanger begonnen und eine herausfordernde Wanderung zur Trolltunga in Angriff genommen haben, fuhren wir nach Bergen. In dieser Folge zeigen wir dir die besten Sehenswürdigkeiten in und rund um die Stadt der Sieben Hügel. Guten Morgen und willkommen in Bergen und damit zur zweiten Folge unserer Norwegen-Rundreise. Heute zeige ich dir die besten Spots und Aktivitäten in und rund um die Hauptstadt der Fjorde. Bergen liegt an der Westküste Norwegens und ist mit 285.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Wir starten unsere Tour in der historischen Altstadt von Bergen, genannt Bryggen oder Tyskebryggen, was übersetzt die deutsche Brücke bedeutet. Genau hier nimmt die Geschichte der Stadt nämlich ihren Anfang, die vor allem durch den Handel, der von hier ausging, stetig wuchs. Die Stadt Bergen wurde 1070 im Bereich des heutigen Tyskebryggen gegründet. 1360 eröffnete in Bergen ein Kontor der Hanse, womit Tyskebryggen zum Zentrum des Handels der Hanse in Norwegen wurde. Heutzutage ist der Hafen von Bergen einer der geschäftigsten Seehäfen Europas. Er gilt als ein Knotenpunkt der Offshore-Ölindustrie, der Werft- und Fischindustrie sowie als Ausgangspunkt der Schiffe der Hurtigruten. In Bergen sind zudem zahlreiche Hochschulen und Medien ansässig. Und wenn dich der Hunger packt, ist der Fischmarkt direkt gegenüber von Bryggen genau der richtige Anlaufpunkt für dich. Direkt ums Eck findest du auch gleich die nächste Sehenswürdigkeit mit der Bergenhus Festung. Bergen war nämlich im Mittelalter Norwegens erste wirkliche Hauptstadt und damit auch der Sitz der Machthaber zu dieser Zeit. König Øystein Magnusson verlegte den norwegischen Thron im 12. Jahrhundert nach Holmen und baute hier einen neuen Königshof. Als Norwegen sich konsolidierte, wurde hier eine Festungsanlage aus Stein errichtet. Bergen wurde Norwegens Hauptstadt mit dem Holmen als politischem Zentrum, bis es 1299 vom heutigen Oslo abgelöst wurde. Wenn du in Bergen bist, gehört der Besuch eines Hausbergs quasi zum Pflichtprogramm. Du kannst zum Beispiel den Ulrikenberggipfel hinter mir ansteuern oder aber den Fløyen, auf dem ich mich befinde. Dieser ist der populärste der sieben Berge, da du diesen recht einfach mit der Standseilbahn namens Fløibanen direkt vom Stadtzentrum aus erreichst. Und die Aussicht von hier oben ist der absolute Hammer. Fløyen oder Fløyberg ist einer der sieben Berge der Stadt. Das Bergplateau liegt auf einer Höhe von 399 Metern direkt oberhalb des Stadtzentrums. Der Name kommt von Fløystangen, was so viel wie Wetterfahne bedeutet. Diese dienen zur Anzeige der Windrichtung für Segelschiffe. Nach einem Tag voller Sightseeing habe ich mich nun wieder mit Gareth getroffen, der sich heute der kulinarischen Seite Bergens gewidmet hat. Unter anderem hat er Rentierwurst probiert. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Abendessen, basierend auf Gareths Recherchen. Was erwartet uns? So we found a place called Pengvinen. I believe it's Norwegian for penguin, and they're said to serve up some traditional Norwegian food, so we're gonna go try it. Wir sind nun im Lokal und haben ein paar landestypische Gerichte bestellt. Gareth hat die Fleischbällchen geordert und ich die Fischpastete. Thank you.
Guten Morgen! Da wir Norwegen im Winter bereisen, wollten wir die Gelegenheit nutzen, um auch Skifahren zu gehen. Deswegen sind wir nach Mirkdalen gekommen. Gareth is ready and we're here. Hier haben wir uns mit Klaus verabredet, einem ehemaligen Winter X-Games Profi. Was steht heute an, Klaus? Well, I'm about to take you guys skiing here in Mirkdalen, show you around, hopefully we're gonna find some powder and can't wait to see you in the park. Das Skigebiet von Mirkdalen liegt in Voss und damit eine rund zweistündige Autofahrt entfernt von Bergen. Mit neuen Liftanlagen und 21 abwechslungsreichen Pisten gilt es als das größte Skigebiet Westnorwegens mit familienfreundlichen Bereichen, Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, Funparks und ausgewiesenen Off-Pist-Arealen. This is Park, we're here! In the morning after our day of skiing and we made our way over to Flam. Wir sind heute ganz früh aufgestanden, um von Mirkdalen nach Flam zu fahren. Denn hier befindet sich eine ganz besondere Aussichtsplattform, die eine tolle Aussicht auf die Gegend bieten soll. It's amazing. Flam ist ein Dorf in Flamsdalen und liegt direkt am Auerlandsfjord, seinerseits wiederum ein Arm des Sognefjords. Die Stegastein-Aussichtsplattform thront 640 Meter über dem Fjord und bietet so ein einzigartiges Panorama. Zum Abschluss dieses Abschnitts unserer Norwegen-Rundreise entschlossen wir uns für einen erneuten Ausflug auf den Fløyen, um den letzten Sonnenuntergang in Bergen zu genießen. Und das war Bergen. Wir machen uns nun auf den Weg zu den Lofoten. Bis dahin schaut bei Gareth auf dem Kanal vorbei und nutzt meinen ausführlichen Guide auf dem Blog mit allen Bergen-Tipps und Unterkunftsempfehlungen, falls du deine eigene Norwegen-Reise planst. Den Link findest du in der Infobox direkt unter diesem Video. Bis bald!